Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zur Backfokus-Folge vom 10.10.2020. 10.10.2020, was für ein schönes Datum für eine Backfokus-Folge. Und ich habe in den Backkatalog von meinem Kanal geguckt und es ist ja schon eine doppelte Ewigkeit her, dass ich die letzte Backfokus-Folge gemacht habe. Also dringend Zeit, da mal wieder was zu starten. Zumal ich das auch mal gemerkt habe, wenn ich hier auf dem Rechner in meinen Ordner geguckt habe, wo ich dann immer die Themen reinschmeiße, die für Backfokus geeignet werden, der quoll mittlerweile über. Also so eine Situation habe ich überhaupt noch nicht erlebt, dass ich zu viele analoge Themen hatte, aber natürlich auch der großen Zeitspanne geschuldet, in der sich es angesammelt hat. Also heute, die Folge könnte durchaus ein bisschen länger dauern. So viel schon mal als Vorwarnung. Ich gebe mir Mühe, da Gas zu geben und schnell durchzusprinten, wiewohl da viele sehr, sehr schöne und spannende Geschichten drin sind. Es sollte für jeden was dabei sein. Von soher lohnt es sich definitiv dabei zu bleiben bis zum Ende. Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, gehen wir direkt in das erste Thema rein. Und das ist der Camera Dactyl Moon Goose Negativ-Scanner-Automatisierungsapparat. Ein tolles Gerät, was zurzeit auf Kickstarter gelauncht wird. Noch 6 Tage verbleiben da, um das Projekt zu unterstützen. Das Ganze besteht aus einem Kontrollgerät und das besteht aus einer Carrier-Einheit, wo das Negativ reingeführt wird, 35 mm Negativ. Und da ist ein Motor drin, ein Schrittmotor und eine Elektronik, die die Kamera steuert. Ja, und das Ganze sorgt dafür, dass also mit einem Makroobjektiv die Kamera von oben auf diesen Moon Goose runterguckt und dann quasi automatisiert immer Frame für Frame vorspult und dann ein Bild macht. Da sich die Belichtung nicht ändert und der Abstand nicht ändert, kann man das dann komplett automatisiert ablaufen lassen. Und von so her ist das eine sehr faszinierende Idee. Zum Preis von 525 Euro jetzt für Kickstarter. Da sind sogar noch welche übrig. Nachher wird das Ding, vielleicht mal so 650 Euro, ne? Da sind wir ja schon Kosten und da kann man dann sich überlegen, ob sich das lohnt, dafür, dass man den Film nicht immer mit der Hand voranschubsen muss. Ja, das zweite Thema, das wir hier haben, ist so eine Geschichte, die erinnert mich so ein bisschen an die, Querbox, es ist ein bisschen anders aufgebaut, kommt aus England, kostet 50 Pfund für 2 Monate und man bekommt dann jeden Monat 3 ausgesuchte Filme. Man hat im Prinzip einen Kurator, der die Filme aussucht und der so ein bisschen auch die Geschichte zu den Filmen, ein bisschen Hintergrundinformationen dann liefert, die bekommt man dann auch. Das Ganze ist dann gekoppelt mit einer Competition, also einem Wettbewerb, wo man dann mit seinen Bildern teilnehmen kann, die man mit diesen Filmen gemacht hat. Und kann man wieder Preise gewinnen. So geht das immer so ein bisschen hin und her. Man wird also da quasi in so einen Loop reingezogen bei dem Versender, um so ein bisschen da gebunden zu werden. Also im positiven Sinne, sagen wir das jetzt mal. Und vielleicht ist das ja eine Idee, die der ein oder andere Versender hier in Deutschland auch aufgreift. Ich weiß nicht, ob jetzt 50 Pfund für 6 Filme. Ja, finde ich also durchaus ein okayes Angebot dafür, dass es dann automatisch an die Haustür kommt und man noch ein bisschen Spannung hat. Eine schöne Geschichte. Schaut euch das gerne mal an. Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Die nächste Geschichte, da sieht man mal wieder, wenn einer etwas anfängt, was für Kreise das ziehen kann und das blüht uns dann vielleicht auch bei der Abfotografiermaschine, sage ich jetzt mal ganz platt, die wir am Anfang gesehen haben, also diese automatische Kamerasteuerung. Wir erinnern uns vielleicht noch an Reveni Labs, die diesen Hot-Shoe-Belichtungsmesser in
ja, fleißige Handarbeit dann zusammengezimmert haben und vorgestellt haben. Kickstarter-Kampagne ging dann durch und ja, und mittlerweile gibt es eine ganze Armada von kleinen Belichtungsmessern für den Blitzschuh. Da ist natürlich zuerst mal der Reveni Labs, den ich natürlich hier auch nochmal erwähnen möchte. 3D-Druckgehäuse, sehr, sehr kompakt, mit einem kleinen Fingerring und jede Menge Zubehör mittlerweile, das man kaufen kann. Dann gibt es das Ganze auch beim freundlichen Chinesen um die Ecke, in dem Fall über eBay, habe ich das hier gefunden, den V210X Photography Light Meter Hot and Cold Shoe mit OLED-Display. Ja, da können wir hier mal reingucken. Kleines, schnuckliges Gehäuse, schönes Display, ein Dreh-Drück-Element, das wir hier an der Seite haben, mit dem man dann die Werte eingeben kann. Ja, das ist doch eine ganz nette Geschichte, wenn man kein Belichtungsmesser in der Kamera hat. Aber damit hört das Ganze ja nicht auf, denn das Ganze gibt es auch noch günstiger. $38 hier bei kostenlosen Versand. Etwas anders aufgebaut, mit einem Display hinten, einem Knopf vorne. Auch an der Seite wieder so ein Dreh-Rückelement. Ja, gibt es in verschiedenen Gehäusevarianten. Habe ich auch schon mit Alu gesehen. In Schwarz, Weiß, Kunststoff und so weiter und so fort. Und wie gesagt, hier $38,95. Die Preise sind da quasi ordentlich unter Druck geraten, denn es gibt noch mehr. Es gibt natürlich auch den Keks. Der sieht ein bisschen edler aus, hat ein etwas flacheres Display. Er hat unten drunter mehrere Positionen, wo man die Halterung für den Hotschuh oder Coldschuh befestigen kann. Hat hier einen Ladeport mit einem Akku betrieben. Ja, und den gibt es in zwei verschiedenen Farben. Sehr schickes kleines Design. Ein Knopf für die Positionsveränderung, ein Knopf für die Werteveränderung und kein Drehdrückelement. Ne? Wenn man also eine andere Bedienung haben möchte, auch das ist möglich. Noch sind wir immer nicht am Ende, denn es gibt auch noch eine weitere Kickstarter-Kampagne, diesmal aus Deutschland. Diese Kickstarter-Kampagne Hedeco Lime 1, auch wieder ein anderes Gehäuse, diesmal aus, na, ich würde mal sagen, das ist Aluminium mit einem Hochkant-Display mit einer Lichtwaage drin, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ja, passt perfekt auf eine Leica 3, sieht stylisch aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Ist aber mit Sicherheit dieselbe Technik drin. Gibt es in verschiedenen Varianten, auch wieder in Schwarz und Silber. Eine ganze Menge an Zubehör gibt es dazu, wobei das Ganze man sich auch selber drucken kann. Die Dateien für dieses Zubehör, die sind im Thingiverse bereitgestellt. Ja, und wer sich da weiter informieren will, der kann hier mal auf die Seite von Hedeco gehen. Da kann man auch die Geschichte von Johannes Heberlein lesen, der das Ganze dann eben im Prinzip ja, der Vater der Idee ist. Wie gesagt, keine revolutionär neue Idee, aber wie ihr alle wisst, ich bin ein großer Freund davon, wenn man Alternativen zur Wahl hat, wenn man nicht festgelegt ist, irgendwie ein Produkt kaufen zu müssen, sondern so ein bisschen gucken kann. Und eine Sache, die ich vielleicht als schwierig sehe, wenn wir hier auf die Kickstarter-Kampagne nochmal gehen, das Produkt ist relativ teuer, wenn man sich überlegt, dass es da mittlerweile schon für 38 € entsprechende Alternativen gibt. Man kann nur hoffen, dass es entsprechend kalkuliert ist, dass man da mit dem Preis konkurrenzfähig bleibt. Ansonsten wird es dann vermutlich schwierig werden, auch wenn das Design zugegebenermaßen noch ein bisschen schicker aussieht. Ja, kommen wir jetzt mal zu einer nicht so erfreulichen Nachricht. Auch das muss sein, ist ja eine Nachrichtensendung im Prinzip. Die Nikon F6, wie Peter Pixel berichtet, ist abgekündigt worden. Also es wird wohl noch einige Modelle geben, die im Handel verkauft werden. Einzige neue Spiegelreflex-Filmkamera, die man noch kaufen konnte für ein nicht ganz kleines Taschengeld.
Aber nichtsdestotrotz, man konnte sie noch kaufen. Nikon hat jetzt damit aufgehört, diese Kamera zu produzieren. Und das Ganze erstaunt wenig, wenn man, wir bleiben mal auf Petapixel, sich diese Nachricht anguckt. Hat zwar nicht direkt was mit analog zu tun, aber mit der Entwicklung auf dem Filmmarkt. Da kann man sich angucken, wie viele Kameras die einzelnen Firmen im letzten Jahr verkauft haben. Das ist nicht gerade wahnsinnig viel. Bei den spiegellosen Kameras liegt Sony noch vorne, Canon holt da aber ganz gewaltig auf. Also auch da ist der Markt in Bewegung und der Druck wird immer größer. Nikon ist da mit Sicherheit einer der Hersteller, die am meisten unter Druck geraten sind. Was schade ist jetzt gerade, wo wir Nikon-Wochen haben, also an alle Nikon-Fanboys da draußen, kauft mehr Digitalkameras. 2, 3, man weiß nie, wann man sie mal braucht. In den vergangenen Monaten immer wieder ein Thema, auch bei mir war Motion Picture Film, Cinefilm. Man das bei Silbersalz und neuerdings auch bei Cinegrell fertig abgepackt mit Entwicklungsgarantie kaufen kann, ist eine großartige Sache. Wie sehr ich von dem ganzen Paket von Silbersalz begeistert bin und war und hin und her, muss ich nicht nochmal betonen, betone ich aber gerne nochmal. Alle 5 Daumen hoch. Von Cinegrell, das Paket habe ich nicht ausprobiert, da ich aber den Herrn Grell zumindest aus der einen oder anderen, aus dem einen oder anderen Forum kenne und weiß, dass er da nicht so unbedingt bekannt für halbe Sachen ist, mache ich mir da keine große Sorgen, dass das eine schlechte Alternative wäre. Also wie gesagt, ich Freund von Alternativen. 2 Alternativen sind gut. Jetzt gibt es eine 3. Alternative, denn wer möchte, kann jetzt ECN 2 auch zu Hause planschen. Es gibt hier ein ECN 2 Motion Picture Film Kit von QVD Labs. Damit kann man also die Ramjet-Schicht entfernen, kann den Film typgerecht entwickeln, auch wenn das von den Bartemperaturen, also man braucht, glaube ich, mehr als ein Schleichwerbung TCS dafür oder andere Suvi-Sticks. Oder ich müsste meiner Maschine mal beibringen, das Wasser zu kühlen. Es ist nicht ganz trivial, aber wer möchte, der kann es machen. Eine tolle Alternative mehr. Es ist ja auch Teil des ganzen Erlebnisses, den Film dann selber zu entwickeln. Und bei Cinefilm, bei Motion Picture Film musste ich den bis jetzt immer aus der Hand geben. Das muss ich jetzt nicht mehr, wenn ich das denn möchte. Ich kenne mich, von so her sage ich nicht, ich bleibe bei E6 und mehr mache ich nicht. Ich werde es mit Sicherheit irgendwann mal probieren. Aber das nächste, auf das ich mich jetzt erstmal freue, ist das CineStill E6 Entwicklungskit. Und meine Herren, was sehen wir für tolle Entwicklungen, auch wenn es immer wieder mal problematische Nachrichten gibt, aber was sehen wir für tolle Entwicklungen, gerade im Bereich der analogen Fotografie, die wirklich kreativ sind, die über das hinausgehen, was vor 20 Jahren, 30 Jahren analoge Fotografie war, die zeigen, dass das Thema lebendig ist und vorwärts geht und wahnsinnig viel Spaß macht. Zurück zu den News. Wenn wir schon beim Film entwickeln sind, müssen wir auch nochmal über Kodak sprechen, denn Kodak hat seine Papier- und Chemiesparte an chinesische Investoren verkauft. Das ist in diesen Zeiten modern. Ich sage nur nochmal Olympus, wo sich ja jetzt auch herausgestellt hat, dass die den Namen gar nicht mitgekauft haben. Also Suico und all solche Dinge haben sie gekauft, aber den Namen Olympus, die Kameras, die es also jetzt demnächst geben wird, als Nachfolger von den Olympus OM-Kameras, die werden dann nicht mehr Olympus heißen. So, Kodak war das Thema, da müssen wir jetzt wieder hin zurück. Petapixel, ich muss nicht die News vorlesen, die hier schon stehen. Da könnt ihr, Link gibt's unten, mal rüber wechseln und euch das angucken. Da ist auch nochmal erklärt, wie die Trennung Kodak Alaris und Kodak aussah und was Kodak überhaupt noch produziert, also Film, Chemie und Papier. Ja, dass in der Chemiesparte was passieren musste, das war an sich klar, denn spätestens mit der abgewendeten Schieflage bei Tetenal war es deutlich, dass man eine Alternative haben muss. Ich als Freund von Alternativen kann das immer nur begrüßen.
Auch wenn ich begrüße, und da machen wir mal einen kurzen Schwenk, dass TTNAHL mittlerweile seinen Consumer Shop online hat. Auch das eine wirklich tolle Neuigkeit. Die Produktbandbreite ist noch nicht so wesentlich größer als das, was man ohnehin schon kannte. Es ist aber dafür jetzt ein bisschen besser sortiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier das Bild, auch wenn es ein Stockfoto ist, finde ich sehr geil. So, wir müssen wieder zurückkommen zum Thema Kodak, sonst verzettel ich mich hier völlig. Denn es gibt einen zweiten Artikel dazu, auch den verlinke ich unten. Wie das Ganze zusammenhängt, kann man sich da in aller Deutlichkeit und Detail nochmal durchlesen. Ein weiteres wichtiges Produkt für die Verarbeitung, wenn man es nicht so automatisiert machen möchte wie ganz am Anfang, ist ein Filmhalter, wenn man den Film dann abfotografieren will. Und da verweise ich euch rüber hier auf den Essential Film Holder for Camera Scanning. Ein toller Halter für verschiedene Formate, also 120, 35 mm auf jeden Fall machbar. Ich glaube, es gibt auch eine Variante für Panorama. Und da gibt es dann auch noch ein weiteres Thema, nämlich neue Software. Bevor wir aber dazu kommen, ihr wisst, Freund von Alternativen. Hier nochmal eine Alternative, wenn man gar keinen Negativhalter kaufen möchte und trotzdem 35 mm und 120 mm halbwegs plan belichten möchte, muss man allerdings ein bisschen umbauen. Man muss hier quasi noch dafür sorgen, dass die Schrift wegkommt und hier eine plane Oberfläche besteht. Ein bisschen milchigen Plexiglas sollte das aber kein Problem sein. Und eine vernünftige LED-Beleuchtung kann man auch dahinter bauen. Ich erinnere mal kurz daran, dass ich auch schon mal hier diesen wunderschönen Opas-Diaschneider abgecycelt habe. Auch der hat vernünftiges LED-Licht, hat hier sogar eine Rolle, wo man den 35mm Film drauf aufwickeln kann. Ja, und hat nahezu kein Geld gekostet und arbeitet kabellos. Ja, jetzt kommen wir aber zu den nächsten Alternativen, nämlich Negative Lab Pro. Kennen wir mittlerweile eine Software für all diejenigen, die mit der Kamera die Negative digitalisieren und dann in den Rechner in Lightroom oder in Photoshop importieren, um die da weiter zu bearbeiten. Auch da gibt es eine Alternative aus Deutschland. Neckmaster Home of True Film Colors nennt sich das Ganze. Ich muss zugeben, nach dieser Webseite hier, mich hatten sie spätestens an der Stelle. Denn wenn man hier reinklickt, sollte funktionieren. Ja, man kann hier, wie hieß das Spiel damals noch? Keine Ahnung, Outrun hieß das, genau. Da kann man hier wunderbar Neckrun spielen. Spätestens an der Stelle hatten sie mich, ohne dass ich mir das Produkt noch großartig angeguckt habe. Ja, 79 Euro kostet hier die Vollversion, mit der man Bilder bearbeiten kann. Ich würde mir die Software fürchterlich gerne mal angucken, auch wenn ich nicht mit der Kamera digitalisiere, aber es soll auch mit Scannern zusammenarbeiten. Finde ich im Sinne von Alternativen eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Und wenn euch das interessiert, definitiv mal drauf gucken. Und wenn es nur zum Spielspielen ist. Auch völlig fasziniert war ich von der Geschichte, die ich dann auf Peter Pixel gelesen habe zum Thema Kodachrom. Ihr wisst, Kodachrom ist für mich ein Thema, was mir Gänsehaut verursacht. WSCO hat, nachdem man sich dann aus der weiten Welt der Software zurückgezogen hat und nur noch in seinem eigenen App seine Filter anbietet, dann das Böseste getan, was man tun kann, nämlich die haben tatsächlich es geschafft, Kodachrom zu entwickeln, und zwar farbgetreu zu entwickeln. Die haben diesen ganzen Prozess reverse-engineert. Ich kann das hier gar nicht alles wiedergeben, was die davon eine Story gemacht haben und hier Chemie ersetzt, weil es viele Chemikalien nicht mehr gibt. Und dann gab es erste Ergebnisse, die nicht so vielversprechend aussahen. Und später gab es dann Ergebnisse, die ganz, ganz großartig waren.
Ja, ob es diese ganzen Geschichte irgendwann mal geben wird, ob man den Service des Kodachrom-Entwickelns nochmal anbieten möchte, in einer anderen Form, Art und Weise, das weiß ich nicht. Das ist aus den ganzen Artikeln nicht zu entnehmen. Ich bleibe da definitiv aber dran und ganz, ganz großartige Geschichte. Hier gibt es auf der VSCO-Seite nochmal einen kompletten eigenen Blog-Eintrag dazu. Lest euch das definitiv mal durch, wenn das Thema Kodachrom euch interessiert. Da werdet ihr solche Augen machen. Wenn man es nicht selber anbieten kann, dann denke ich, ist es zumindest ein Gebot der Fairness zu sagen, das Wissen, was wir da erworben haben, das bieten wir in irgendeiner Form an. Meinetwegen gegen Geld, dass es irgendjemand kaufen kann, meinetwegen auch frei. Aber wenn die das wirklich so geschafft haben, wie sie es da schreiben, dann ist das nichts, was unter Verschluss gehört. Dann gibt es noch ein paar neue Objektive. Das Voigtländer Nocton mit wunderbar swirly Bokeh gibt es in drei verschiedenen Varianten und in zwei verschiedenen Beschichtungen, Vergütungen. Auch das ist meines Wissens ein Novum. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man bis jetzt bei einem Objektiv die Vergütung wählen konnte. Es sei denn, man kauft Vintage-Objektive, dann je nach Baujahr kriegt man eventuell eine andere Vergütung, eine andere Beschichtung. Man kann immer zwischen Single-Coated und Multi-Coated wählen. Die Single-Coated-Variante bietet dann den klassischen Nocton-Look und die Multi-Coated-Variante bietet logischerweise brillantere Farben und mehr Kontraste. Das Ganze in drei verschiedenen Gehäusevarianten. Einmal in einer schwarzen, relativ normal, dann in Silber und auch in einer Nickel-Schwarz-Variante. Sehr, sehr schick. Also auch da das Thema Individualisierung. Individualisierung, da habe ich das Wort individualisiert. Der Kamera ganz groß geschrieben und weiter geht's mit neuen Objektiven, denn da haben wir natürlich noch mehr am Start. Das Trioplan 50 ist mittlerweile vorgestellt von Meyer Optik Görlitz. Sehr spannend, der kleine Bruder oder die kleine Schwester des Trioplan 100. Und vorgestellt auch das Lelydit, das ich hier schon mal spoilere. Dazu ist gerade der Review, der Test in Vorbereitung. Da freue ich mich schon sehr drauf. Oder ich bin immer noch dabei, mich zu freuen, weil ich mitten in der Produktion noch der Bilder und ziehe regelmäßig los mit dem Objektiv. Also es macht einen Heidenspaß. Freut euch darauf. Irgendwann im Wechsel mit den Nikon-Wochen. Ich glaube, ich muss die dann nochmal unterbrechen. Aber es kommt in Kürze. Ja, das an neuen Objektiven. Ein paar andere spannende Dinge oder zumindest noch ein spannendes Ding kann ich auch schon mal anteasern. Halte ich mal ganz kurz in die Kamera. Die ist mir tatsächlich in einem Trödelladen zugelaufen. Wer sich so ein bisschen mit Fototechnik auskennt, der wird die Kamera erkennen. Das ist eine Kinexacta. Das ist die erste Spiegelreflexkamera der Welt und auch sowas kann ich mir natürlich dann nicht entgehen lassen. Da wird es auch ein Review zu geben, weil das ist ja auch ein historisch total bedeutsames Stück Fotogeschichte. Mit dem habe ich jetzt schon ganz, ganz viel Spaß gehabt und auch dazu gibt es dann ein Review. Ja, ein paar News und Entertainment-Vorschläge habe ich noch für euch und deswegen ganz schnell wieder zurück an den Rechner. Über Petapixel, das ist ja an sich eine tolle Quelle, die auch immer wieder analoge Themen haben. Muss man auch mal loben, dass da das Analoge nicht untergeht. Randthemen, die immer wieder featuren. Hier werde ich mir definitiv mal einen Druck bestellen. Ich zeige euch gleich noch die Webseite und da sind auch die Preise drauf. Das ist nicht billig, aber wenn man sich anguckt, und das würde ich euch nahelegen, welcher immense Arbeitsaufwand in das Fertigen von Fotoabzügen aus Dreck ist und wie genial nachher die Farben aussehen und welche Vorteile sie gegenüber anderen Druckverfahren bieten, dann ist das eigentlich ein sogenannter No-Brainer, eine Sache, über die man nicht nachdenken muss, sondern wo man einfach sagt, ja, ich muss sehen, dass ich irgendwie die Kohle dafür zusammenkriege. So einen Druck möchte ich von einem oder zwei, fünf meiner Bilder auch haben. Wenn ich professionell ausstellen würde, ich glaube, ich würde versuchen, meine
Drucker alle mit diesem Verfahren hinzukriegen, weil ich finde, es sieht genial aus und die Qualität ist atemberaubend. Ich verlinke euch beides, sowohl die Petapixel News als auch die Webseite von The Webprint über die Carbon Transfer Prints mal an. Blende die hier mal kurz ein. Ein Druck von 85 x 1,5 Meter auf Papier 1,2 x 1,52 Meter für 1030 Euro. Für einen Tag Arbeit, der da reingeht, guckt, dann könnt ihr es wirklich beurteilen, ist ein echt faires Angebot. Von so her da auch nochmal beide Daumen hoch. Mehr Alternativen, I like. So, eine wahnsinnig bunte, umfassende Mischung, die wir da heute hatten. Ich bin mir sicher, dass da für jeden was dabei war. Wenn euch was gefehlt hat, schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare. Ein Spoiler gibt es jetzt noch zum Rausschmiss, weil ich mit dem Felix, das ist jemand, der hier in dem Pixel- und Grain-Umfeld reingestolpert ist und mit dem ich im Augenblick ganz viel Spaß beim Kamerareparieren habe, falls du dieses Video guckst, ganz liebe Grüße. Mit dem habe ich einen Mega-Shootout von 50mm Objektiven, ich glaube 28 Stück hatten wir da am Start, produziert und fabriziert und da machen wir im Augenblick ein bisschen Video zu. Ob das hier auf dem Kanal erscheint oder irgendwo anders, das ist noch nicht raus, aber ich informiere euch da auf jeden Fall, weil das doch schon sehr digitallastig ist. Gucken wir mal, das wird auf jeden Fall extrem spannend. Gibt es in der Form im deutschsprachigen, auch im internationalen Internet noch nicht. 50mm Objektive, 28 Stück. Seid da riesig gespannt. Es passiert noch ganz, ganz viel und nächste Woche versprochen Nikon-Wochen. Und dann gibt es auch irgendwann nochmal die Geschichte, wo die ganzen Nikone hergekommen sind und der andere Plunder. Das ist nämlich auch noch eine ganz, ganz spannende Schatzgeschichte. So, ich erinnere nochmal dran, wer die Nikon-Wochen gesehen hat und nun meint, er hat daraus einen Nutzen gezogen oder sich nur gut unterhalten gefühlt. Thanks, Dirk, Seite auch unten verlinkt. Da könnt ihr demjenigen, der das alles möglich gemacht hat, indem er mich auf die richtige Fährte gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass die Kameras den Weg zu mir gefunden haben, dem könnt ihr da ein Danke hinterlassen. Ganz viele Leute haben da schon mitgemacht, finde ich großartig. Dafür danke an euch. So, und jetzt ist Ende dieser Backfocus-Folge. Nächste Woche gibt es wieder Nikon-Wochen und bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.